Sachen freischalten. Jemand meinte letztens, bei dem letzten Part, der zuletzt online kam, in den Kommentaren, dass ich mit irgendeinem Charakter, wenn ich mit die Mega-Satan mache, was Cooles freischalte. Ich glaube, es war Lazarus. Versuchen wir es. Schauen wir doch mal wieder den alten Tainted Lazi rein. Und sehen, was passiert. Denn mit dem Charakter habe ich in der Tat nicht viel gemacht. Man könnte sogar sagen, nicht einen einzigen Run abgeschlossen. Das heißt, er hat aktuell den gleichen Stand wie... was ist der Name? Tainted Jacob. Der gleiche Stand wie Tainted Jacob. Der wurde aber ein bisschen gebufft. Das heißt, man kann jetzt beliebig, beziehungsweise wenn das Item voll ist, immer hin und her wechseln. Wir werden mal schauen, ob wir damit vielleicht... Ich meine, wir sollten doch einen Run hinbekommen. Mega Satan ist vielleicht ein bisschen... Bisschen dick aufgetragen, aber das ist okay. Tainted Chars haben teilweise sehr nervige Troll-Unlocks. Das ist okay. Ein Unlock ist ein Unlock. Okay, 12 Münzen. Das ist auch ein guter Anfang soweit. Der alte Pinwheel. Mein liebster Dark Souls-Gegner. Und so haben wir den alten Nadel besiegt. Wir sollen die Items mitnehmen. Wahrscheinlich der Stärkere, aber ich sollte auch dem... Ich glaube, ich sollte dem ein paar Items geben. Das ist der, der die Herzen hat. Das werde ich auf jeden Fall dem anderen geben. Dann wieder rum? Nee, komm. Komm, wir haben einen Reroll-O-Mart. Gib mir was Gutes. Ach, ich sehe, was das andere Item ist gerade. Ja, dann nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir doch mit. Ah ja, genau, man kann ja zwei Items inzwischen mitnehmen. Das wurde geändert. Was Gutes bitte. Ja, gut. Sollte ihm erstmal ein bisschen mehr Überlebensfertigkeit geben, würde ich meinen. Schau ich seinen Körper an. Prachtvoll gestählter Körper an dem Punkt. Kann zwischen und zwei mitnehmen. Ja. Das ist mir aufgefallen. Es gibt keinen Grund, uns zu beeilen. Dementsprechend, wir versuchen, alles an Ressourcen rauszuholen, was wir holen können. Bevor wir irgendwelche Fehler machen. Oh, der ist schon sehr schwach. Der Bursche muss dringend noch ein paar... Lack ab. Muss dringend noch ein paar Upgrades bekommen. Das kann ja so nicht angehen. Ich meine, das Item... Ich hab den Namen vergessen. Na, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das, wo man das Zeug abfeuert, das ist schon mal ziemlich gut soweit. Damit kann man was anfangen. Außerdem von Lord Fishy, 3 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Würdet ihr bitte... ich wollte gerade sagen, würdet ihr bitte ein paar Basen in die Luft sprengen und... Das waren keine paar Basen, das war einfach nur eine einzige. Komm schon. Eine Münze? Das ist ja wohl lächerlich. Oh, Black Candle? Ich kann weder switchen noch mir die Black Candle leisten. Miese Sache ist das. Miese Sache. Aber gut, hauen wir ab. Ich denke, das war eine durchaus erfolgreiche erste Ebene, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir nur noch alle anderen Ebenen irgendwie überstehen. Nur noch alle anderen Ebenen überstehen. Zap guckt Streams, 21 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ne, Boss-Items bekommt man nur eins. Okay. Wahrscheinlich auch gut gewesen, wenn ich einen Soul Heart für den anderen mitgenommen hätte. Für den regulären Lazarus, aber... Versuchen wir erstmal das Beste draus zu machen.
Versuchen wir erstmal nicht zu sterben. Aber das wird nicht gut gehen, oder? Die ganze Nicht-Sterben-Nummer. Cursed Room hat natürlich hohe Wahrscheinlichkeit für Soul Hearts. Oder auch nicht. Das ist okay. Wir brauchen auch gar keine. Wir können das auch alles so machen. Den Haufen kann ebenfalls... Sehr schön. Sehr, sehr schönes Ding. Seht ihr, jetzt ist die Soul Heart Wahrscheinlichkeit wirklich gegeben. Aber viel bekommen wir hier trotzdem nicht raus. Ja, ein paar Cent. Immerhin. Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich irgendwie den Damage mit diesem Lazarus erhöht bekomme. Ich denke, das wäre erstmal am wichtigsten. Und den anderen mache ich mir keine Sorgen. Der wird, denke ich, mit seinem Glucose-Item erstmal für die nächste Zeit sehr gut dastehen. Was ist das Ziel des Runs? Im Idealfall Mega-Satan, aber... wir versuchen erstmal einfach nur zu überleben. Das ist soweit das anfängliche Ziel. Was ist das andere? Pop. Taurus will ich halt echt nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Beides Müll. Ne, Pop nehmen wir mit, aber Taurus? Gar keinen Bock darauf. Gar keine Lust. Pop mag ich ein bisschen wenigstens. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Oh, man muss hier... Ah, shit, warte, das ist überhaupt nicht, was ich wollte. Das ist überhaupt nicht, was ich wollte. Pop ist nicht ohne Grund Tier 1. Na, du kannst ruhig weiter haten, aber wir werden noch sehen, dass es sich lohnen wird, okay? Das werden wir noch sehen. Ich hätte übrigens nichts gegen eine Bombe, damit ich an das Rotten Heart und die dumme Bombe kommen kann. Beziehungsweise Kiste, besser gesagt. Ich meine, komm schon, Pop ist doch, das ist doch ein spaßiges Item. Braucht nur was Lustiges in Kombination damit. Und dann geht's richtig los. Dann geht der Spaß jetzt richtig los. Warum ist Pop wenigstens kein Stats Down oder sowas? Was ist das Feature von Tainted Lazarus? Dass man zwei Charaktere hat, die immer wieder switchen. Leiter. Nee, du, wir holen mit dem anderen lieber ein Soul Heart, denke ich. Machen wir aber erstmal den Boss. Die werden nicht lange leben. Yep. In der Tat werden sie nicht lange leben. Vier Pillen? Vielleicht? Vielleicht was Gutes? Luck up. Luck up. Perks. Perks. Relax ist gut. Und dann haben wir nochmal Relax. Ich konnte mich nur nicht so ganz bewegen. Aber das ist okay. Streamst du ersten Mai auch? Nein, ich stream eigentlich nie montags. So auch am 1. Mai nicht. Davon nehmen wir, glaube ich, was auf am ersten Mal. Wir wissen nur noch nicht was. Wollen eigentlich TTT machen, aber Johnny ist mal wieder im Urlaub. Für eine Woche. Dementsprechend verfällt das erstmal aus. Blue Map und das dahinter sind auch gut. Ja, Blue Map ist nicht verkehrt, aber... Ich würde lieber das Soul Heart mir leisten. Ehrlich gesagt. Reicht ja nicht für alles.
Was ist denn hinter der Blue Map? Ach, die Bibel. Nee, so gut ist die Bibel nicht. Nee, 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 auf die Bibel können wir verzichten. Das kann ich euch versprechen. Gut, nehmen wir das Geld mit und weiter geht's. Theon und Johnny würde auch deinen YouTube-Kommentatoren gefallen. Nee, aktuell mögen die Hockey nicht. Aktuell mögen sie Hockey nicht. Switcht immer so ein bisschen. Eigentlich zwischen Fully und Johnny. Aber zwischen Chamber Hockey auf der Abschussliste. So, Schlüssel, sehr schön. Flippt er auch automatisch oder kann man theoretisch nur mit einem Char spielen? Der flippt nach jedem geschafften Raum automatisch. Man kann aber, wenn das Item unten rechts voll ist, manuell immer flippen. Das heißt, so kann man sich wenigstens aussuchen, wer dann gegen die Bosse kämpfen wird und sowas. Was sehr angenehm ist. Und natürlich auch, wer welches Item bekommt. Was ebenfalls angenehm ist. Jungs, 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 Jungs. Halt doch mal Abstand jetzt. Jetzt bleibt ihr aber mal weg von mir, okay? Meine Güte. Ich dachte, die mögen Timo nicht, weil der Frischling ist. Ich meine, technisch gesehen ist er natürlich nicht so lange dabei wie Hockey. Hockey war davor in... Hockey war davor natürlich in dem einen Stream mit dabei. Aber ja. Nee, keine Ahnung. Timo sagt ja nicht zu viel. Das heißt, ich wüsste nicht ganz, was die Leute da überhaupt stören könnte an dem Punkt. Außer, dass er besser spielt als alle anderen. Alter, das kannst du ihm ja nicht vorwerfen. Ich meine, ich könnte es schon, weil ich... Habt ihr gesehen, wie viel besser er mit der Teleport-Gun umgehen konnte? Lächerlich war das. Hockey war doch auch in einem Gartic-Phone-Stream dabei. Ja, aber der war ja nach TTT erst. Da hätten wir ja schon 20 Folgen TTT online oder so an dem Punkt. Ich habe die Münzen übrigens liegen gelassen wegen dem Flat Penny. Falls irgendjemand gerade kommentiert mit dem Timecode und sagt, warum hast du die Münzen nicht mitgenommen? Willst du dir nicht vielleicht was kaufen? Doch, das will ich. Gib mir Zeit. Schon Fragen bekommen für die Mögi-Runde? Ja, um die 200. Inwiefern, was ist das für eine Frage? Wie habe ich schon Fragen bekommen? Wäre komisch, wenn nicht. Oh Gott. Was kann der denn alles? Wann macht man den Boss, wenn man ihn nicht one-shottet? Das passiert ja nie. Komm, höhere Feuerrate für den nehmen wir mit. Ein bisschen mehr poppen kann ja nicht schaden. Habe ich recht, Jungs? Ich hoffe, ich habe keinen Tinted Rock irgendwo übersehen oder sowas. Sagen wir einfach, Tinted Rocks existieren nicht. Und dann gibt es auch keine Probleme. Ne, die Pop-Augen, die machen langsam einen guten Eindruck auf mich. So, was haben wir denn hier? Wir nehmen mal den Bomberman mit. Und der andere Kollege nimmt die mit. Nicht sicher, ob das so einen Unterschied macht, aber die Augen sind riesig geworden. Das ist eigentlich ganz lustig. Und sie fliegen, glaube ich, auch weiter durch den Raum. Ich denke, das war eine gute Kombination. Ich sage es euch, die Augen, die kommen langsam so richtig ins Spiel. Die können sich langsam richtig ausleben. Das werdet ihr schon noch sehen. Habit. Nee, Habit würde ich lieber mit dem anderen mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Gravity Shot gehabt mit Zäume. Das ist echt lustig. Was ist Gravity Shot?
Außerdem von Thunder Toaster, 3 Monate, Resub. Und von Oikox, frischer Sub. Karuz, ebenfalls frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ist das Item dahinter nicht Duplex? Meinst du Duplopia? Au! Mies. Miese Sache ist das. Oh, fuck. Ah, was machen wir denn jetzt? Flieg doch in die dummen Augen rein! Sei doch jetzt nicht so. Dankeschön. Jera. Ja, eine Jera kann ich gut gebrauchen. Mag es nicht, dass ein Auge hin und wieder einfach in die komplett falsche Richtung fliegt? Da bin ich gar kein Fan von. Ah, shit, jetzt kann ich nicht mehr umswitchen. Das heißt, ich kann gar nicht in den Cursed Room rein. Wo das Secret Room ist, weiß ich auch nicht. Da oben vielleicht. Nee. Oh ja, da ist die Plopia dahinter. Ah, fuck. Nee, komm, wir nehmen Habit mit. Ach, jetzt habe ich die Plopia auch automatisch. Es reicht, wenn man eins kauft, dann bekommt man beide Items. Shit! Ich kann es auch nicht... Oh, fuck, wir brauchen den Secret Room. Ist der hier? Ich kann jetzt auch nicht in den Cursed Room reinmarschieren. Oh, fuck. Noch mehr Geld? Ist ja schön und gut und alles, aber das bringt mir gerade nichts. Ne, komm, wir können noch, können noch was freisprengen im Sacrifice Room. Ne, das andere Item ist auf keinen Fall weg. Es war ja noch ganz offensichtlich da. Ich habe nur keine Möglichkeit ranzukommen. Eine Karte. Ich meine. Dann passt doch mal gut auf, Freunde. Dann passt doch mal gut auf. Ich habe gerade das Problem gelöst. Ich hätte den Soulout mit dem anderen mitnehmen sollen. Shit. Wir haben Habit doch nicht ohne Grund. So, wo kann ich nochmal Schaden nehmen? Nur ein halbes Herz im Idealfall. Okay. Dann können wir die Plopia ja noch mitnehmen. Oh ja, es ist weg, okay. Ja, jetzt weiß ich, dass das Item irgendwie verschwindet dann, wenn man es nicht direkt mitnimmt. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja, jetzt bereue ich es, dass ich kein Soul Heart mehr mitgenommen habe. Nee, hier kann ich auch nicht wirklich Sacrifice Action machen. Nee, wir hauen einfach ab. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach nach Hause. Und reden gar nicht erst weiter darüber. Oh, ich wünsche wirklich, ich hätte den Soul Heart für ihn übrig gelassen. Oh, das wäre sehr wichtig gewesen. Nein, Update. Update. Update! Wir gehen noch ein bisschen Schabernack am Sacrifice Room machen, was übrigens super wichtig ist. Weil wir sowieso noch Mega-Satan machen wollen in diesem Run. Das heißt, das lohnt sich. Das lohnt sich aber, du. Angel Deal Chance increased. Dankeschön. 3 Münzen. Ich krieg halt aber auch gerade nichts ausgezahlt. Aber auch wirklich gar nichts. Fantastisch. Schlimmste an Tainted Lazarus ist, wenn man Flip nicht voll aufgeladen hat und das versteckte Item im Angel Deal Godhead ist. Wenn sich. Oh ja, das ist mies. Wollte gerade sagen, warum gehst du denn überhaupt rein, wenn es nicht ganz aufgeladen ist, aber es passiert manchmal. Wenn man schon den Flip macht, bevor man zum Boss geht.
Ist der Item Reminder eine extra Mod oder Einstellung? Was ist ein Item Reminder? Du meinst die Item Descriptions? Das ist eine Mod. Und Soul Heart! Jo, stark. So. Ich hau mal eben ab. Da werde ich nochmal Herzen mitnehmen. Und dann schauen wir, dass wir wenigstens einen Engel down bekommen. Einen einzigen Engel. Das ist doch alles, was ich mir wünsche. Gott, ich hasse es, dass er teilweise die Whiz-Shots macht mit den Augen. Ist es, weil die voneinander abprallen, wenn sie gleichzeitig abgefeuert werden oder so? Warum werden die manchmal so schräg abgefeuert? Wahrscheinlich, weil sie voneinander abprallen. Ja, doch. Daran liegt's. So. Gott, wir haben so viel Zeit auf der Ebene verbracht, aber das wird's wert sein. Oh, sehr schön. Soul Heart ist sehr schön außerhalb der Range. Starke Bombe. Starke Bombe. Ja. Bosse sollte ich mit dem Charakter erstmal nicht bekämpfen. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist nicht seine Stärke. Yeah! In die Stacheln mit dir! Dann können wir jetzt auch noch den anderen machen. In die Stacheln mit dir. Ne, in die Stacheln. Hör doch auf jetzt. Ist ja auch nicht so. Klick in die Stacheln. Immer schön in die Stacheln. Ich glaube, ich habe in dem Kampf gegen den noch nie die Stacheln wirklich zu meinem Vorteil ausgenutzt, aber ist gar nicht mal eine verkehrte Taktik. Ach, shit. Wenn sich mal dazu entschließt, richtig in die Stacheln reinzufliegen, dann ist es halt großer Schaden, den man austeilt. Oh Gott. Der Mini-Engel macht natürlich am meisten Schaden. Oh Gott. Grauenhaft. Grauenhaft ist das. Aber... Oh mein Gott! Dieser dumme kleine Engel hat den ganzen Schaden gemacht, aber wir haben beide Keypieces. Puh, das war eine Geburt. Nicht der beste Bild, um gegen die Engel zu kämpfen. Aber das ist okay, das ist okay. Wir haben es geschafft und es gibt keine Probleme an der Front. Und ich muss mir auch keine Sorgen mehr um genug Angel Deals machen. Wir gehen einfach weiter. Der rote Base-Damage ist auch hart. Meinst du, der mit den roten Herzen? Au! Spring doch nicht um die Ecke! Ich meine, sein Base-Damage ist der reguläre Base-Damage, aber gut ist er trotzdem nicht. Dann gönnen wir uns doch was. Sag ich ja nicht nein. Ich meine, ich hätte gehofft, dass zwei Items drin sind, aber... War jetzt auch nicht verkehrt. Ich meine, den roten Engel mit Base Damage besiegen ist hart. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, der Engel selber ging, aber der Mini-Engel, der war dann ein bisschen ein Problem. Auf den bin ich nicht gut zu sprechen. So, nehmen wir noch ein paar Herzen da oben mit. Ist das ein Tainted Eden Run? Quasi. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir einen Tainted Eden Run. Ich hoffe so sehr, dass ich noch irgendwas bekomme. Ich habe das Gefühl, diese Augen, die haben viel Potenzial. Das Problem ist nur, denen fehlt natürlich noch ein bisschen was. Ich denke, da schlummert ein guter Run in diesen Augen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht durch eure Augen. Wir haben Probleme zu sagen, wo er sein Licht hinschießen wird. Ja, ist immer ein bisschen nervig.
Oh. Ich war langsam. Okay. Es tut mir ja leid, ich hab's ja versucht. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Damage so mies ist. Two of Spades? Ja, warum nicht? Nee, ich glaube, da brauchen wir einen Switcheroo. Ich glaube, er braucht zur Unterstützung Daddy Longlegs. Und der andere kann mit dem Traktorstrahl sehr viel anfangen. Generell Daddy Longlegs und Traktorstrahl natürlich sehr, 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 sehr gute Items zur Ausbeute. Dann wiederum. Glaubt ihr, ich sollte mit dem anderen beide mitnehmen? Ich glaube, ich nehme beide mit dem anderen, ehrlich gesagt. Das Gefühl, ich brauche keinen Traktorstrahl mit der Glukose. Glukoma, was auch immer das war. Sind Augen plus Traktorstrahl nicht OP? Potenziell ja. Traktorstrahl ist halt immer gut. Aber ich habe das Gefühl, mit dem roten Zeug brauche ich den Traktorstrahl zur Unterstützung nicht wirklich. Den hätte der andere doch dringender nötig. Au. Geht doch nicht, also ist nicht möglich. Was ist nicht möglich? Oh, das ist fantastisch. Ah, jetzt habe ich geswitcht. Egal, 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 egal. Habe nicht ganz gut durchdacht, aber das ist okay. Ist okay, wir können auch so machen. Traktorstrahl mit den Augen ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Sehr war es bei dem, der die Bosse machen soll, der die Longlegs zu haben. Ist auch nicht verkehrt. Oh oh. Nee, das gefällt mir. Oh, das ist super. Der gute alte Traktorstrahl, der enttäuscht einfach nie. Nie enttäuscht der. Wir wollen das haben. Komm, weil es gratis ist, nehmen wir es mit. Aber wir wollen es eigentlich nicht wirklich haben. Active item can be charged twice. Das gefällt mir eigentlich auch. Wegen Flip, meine ich. Damit ich Flip zweimal chargen kann. Damit kann ich doch was anfangen. Nicht sicher, ob das jemals zum Einsatz kommen würde, aber... Ne, warte, das ist überhaupt nicht... Das ist gar nicht schade mit man. Wollte gerade sagen, gegen eins der Bosskämpfe ist nicht gut, aber... In der Ebene selber, wenn ich öfter switchen kann, ist das nicht verkehrt. Oh oh. Dann macht er wohl den Boss. Na, ah, ist nur Chub. Chub, Chub werden wir doch fertig. Au. Das macht ein ganzes Herz Schaden. Hör doch auf damit. Was soll das denn? Kannst du nicht einfach ein ganzes Herz Schaden rausschmettern? Ich muss aufhören, mit meinen 3,5 Base Damage gegen Bosse zu kämpfen. Och, komm schon. Wir kommen nicht mal in Angel Deal. Was soll das denn? So eine Scheiße. So, gibt's ja sonst noch was für mich zu tun? Wenn ich einen Soul Heart irgendwo hätte, wäre es natürlich sehr stark. Und zuletzt Tainted Planetarium Mod ausprobiert. Mega cool und frustrierend. Was macht die Tainted Planetarium Mod? Keyberger wäre schon was Schönes. Oh ja. Oh ja. Ne, ich denke, ich bin mit der Ebene soweit fertig. Machen wir einfach ab. Ich sehe nichts. Ich meine, das Planetarium Trinket wäre natürlich cool, aber... Nee, ich will jetzt auch nicht zwei Herzen opfern, um da ranzukommen. Wir gehen einfach weiter. Außerdem Bauer Fritz aus Wernbach 16 Monate Resub und von Kia 1 35. Viel lieben Dank. Ist wie Devil Room, nur mit blöden Versionen von Planetarium Items. Mit bösen Versionen. Oh. Das sind ganz spaßig. Vielleicht sind es aber auch blöde Versionen. Wer weiß das schon?
Mir gefällt das hier gerade irgendwie gar nicht, dass er keine Soul Hearts hat. Aber wir können immerhin oft genug dann noch switchen. Hey, der Flipperoo ist voll. Lass mal Flip nochmal öfter aufladen. Flip ein bisschen overchargen wäre jetzt keine verkehrte Sache. Schon allein, weil wenn ich einen Angel Deal bekomme, wird das... Ja, ich kann es overchargen, sehr schön. Einem Angel Deal wird das super hilfreich sein. Shot Speed Down. Oh nein! Nicht mein Shot Speed. Du hast den Boss Rush Counter immer noch nicht richtig. Ja, ich habe ihn nicht. Alles gut. Ich mache nicht mal Boss Rush jetzt. Was soll das? Was soll überhaupt die Frage? Ja, wenn ich Boss Rush machen würde, würde ich es verstehen, aber so? Ah, shit. Spielt auch keine Rolle. Abel. Wichtig. Wichtiges Damage ab. Ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn ich einen Soul Heart bekommen hätte, aber hey. Hey. So, was haben wir denn im Goldraum Schönes? Warum muss ich da extra nochmal flippen? Aber warum ist das Item jetzt weg? Warum ist das Item weg? Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die ich... Ach, sobald man ein Item mitnimmt, darf man den Raum nicht verlassen, oder? Läuft es darauf hinaus? Ist das, was das Spiel mir sagen will? Ja? Yeah? Okay. Bisschen lahm, aber... werden wir uns wohl mit arrangieren müssen. Außer flippst das Item im Hintergrund in die Realität. Ja, okay. Gott. Immer noch kein Soul Heart, wirklich. Das wird langsam ein bisschen zum Problem. So ein ganz kleines bisschen. Meine Geschwindigkeit ist auch nicht gut. Oh nein, schau ich den Damage an. Wie kann denn der Hollow so lange leben? Das war ein schneller Raum. Secret Room, bist du hier? Yeah. Schönes Ding ist das. Da wäre ich fast die Stacheln reingerannt. Dann wiederum. Ne, komm, wir nehmen das mit. Dann. Bisschen die Gegner langsamer machen, ist jetzt eigentlich keine verkehrte Sache. Sollte ich jetzt nicht einfach so unterschätzen und sagen, was will ich denn damit? Wollen wir den Luck abhillen in der Rotation? Wenn ich noch ein bisschen Luck auftreiben kann, dann geht es erst richtig los. Oh, sehr schön. Die richtige Reihenfolge für den Bosskampf. Wie sie rauscht, ist mein Damage doch gar nicht mal so gut. Ups. Ich würde schwören können, dass mein Damage besser wäre als das. Ich habe auch noch kein Damage abbekommen, also... Hm. Jetzt will ich den anderen mitnehmen lassen. Wir nehmen das. Miese. Dann nehmen wir das. Oh, das wird wild. Komm mal raus, Großer. Ich will mal was testen. Au! Ist okay. Ist okay. Kann man schon was mit anfangen. Würde ich einfach mal sagen. Nee, dann kann er wieder das Item mitnehmen.
Oh, Damage minus 1. Damage minus 1. Autsch. Ich denke, zwei Angel-Items mitnehmen zu können, das ist super gut. Okay, ja, Damage. Ja, würde ich auch sagen. Wir waren noch nicht im Shop auf der Ebene. Da ist der Shippy-Shoppy. Wird wahrscheinlich eh Greed sein. Aber das ist okay, weil ich keine Items sehen kann auf dieser Ebene. Kein Greed. So, ich wollte mit ihm auch noch das Boss-Item mitnehmen. Denn wenn es eine HP ab ist, würde ich mich... Na, dann wiederum... Ne, der andere braucht den Damage. Ne, ne, wir nehmen das Boss-Item nicht mit dem mit. Alles gut, alles gut. So. Wir nehmen das. Unfassbar stark. Oh nein. Oh nein. Ja, ich denke, ich hau ab soweit. Es wird ein Abenteuer. Ach, fuck. Da. Warte, ich hab doch keins der beiden Boss-Items mitgenommen. Warum sind jetzt beide weg? Warum sind jetzt beide weg? Doch, habe ich? Ah ja, Experimental Treatment. Ich hab's. Okay, dann habe ich wieder komplett vergessen, wie das mit dem Switchen war. Okay, gut. Weiter geht's. Ah ja, Bossraum ist eh nur eins. Stimmt, war sowieso egal. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Bomben am Start. Feuerrate ist ziemlich gut geworden. Problem ist nur, dass der Damage nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit hätten, würde ich da gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Das Schlimmste ist, ich kann jetzt nicht jeden Raum mit diesem Sacred Heart Bild machen. Sondern nur jeden zweiten. Das tut doch weh. Das ist doch nicht schön. Deswegen geht Chubb ein bisschen schneller down inzwischen. Nicht viel schneller, aber ein bisschen. Ich bin sehr gespannt auf den Goldraum. Ich habe das Gefühl, Tainted Lazarus und Chaos hat viel Potenzial für Schabernack. Sag mal, wo zielt Abel überhaupt hin? Sehr viel Raum für Schabernack. Au. Mies. Nein, geh doch weg. Oh Gott. Oh Gott, das ist so schwach. Warum ist der eine Bild so schwach? Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen die Augen so dringend stärker bekommen. So dringend. Merkt euch, das ist keine Übung, okay? Die Augen müssen stärker werden. Ja, das gönnen wir uns doch. Ich denke, sie werden noch stärker, aber... Da fehlt dann noch ein bisschen was. Ein bisschen was fehlt da. Hungry Tears wären nice. Oh ja, Hungry Tears wären in dem Fall fantastisch. Ich wusste gerade nicht, welcher Schatten von Daddy Longlegs ist und welcher nicht von Daddy Longlegs. Pyromaniac. Ah, shit, warte mal. Ah, Perks ist super wichtig. Nein, Perks ist super wichtig, habe ich gesagt. Ah, gehen wir gleich rein. Ich will, dass er die doppelte Herzenladung bekommt. Die doppelte brennende Herzenladung. Mom's Bra bringt uns mehr als die Scheiße. So. Die doppelten brennenden Herzen. Das ist eine Strategie, die mir sehr am Herzen liegt, müsst ihr wissen. Es brennt mir im Herzen schon, würde ich fast sagen.
Klingt nett, aber brauchen wir nicht. Latch Key. Lock up. Nehmen wir mit. Die zwei Schlüssel sind, denke ich, auch nett. Keine Ahnung. So. Hauptsächlich will ich das Lock up haben, damit ich mehr Gegner verlangsamen kann. Das ist schließlich Teil der Strategie mit diesem Charakter. Auch wenn es mir schwerfällt, bei ihm überhaupt von irgendeiner Form von Strategie zu reden, weil er so schwach ist. Lass mal noch einen Raum machen, bevor wir zum Boss gehen. Pyromanic mit deinem Herzen ist nicht so effektiv. Inwiefern? Ich nehme keinen Explosionsschaden. Sind davon, wie ich die doppelten brennenden Herz mit dem Charakter haben. Vor allem der mit den Herzen, der wird eh nicht gegen Mega-Satan kämpfen, also wofür die Mühe? Secret Room, wo versteckst du dich heute? Gehört hinter Jacob Run soll mega Spaß machen. Punkt, Punkt, Punkt für den Chat. Nee. Ich denke, der Chat hat auch nicht zu viel Spaß daran. Oh, ich weiß, wo der Sigi ist. Ja, zwischen Shop und Chest Room. Ich habe danach noch einen Raum zu wechseln, falls Greed im Secret Room ist. Okay. Schauen wir doch mal rein. Ja, Müll. Noch eine Menge Münzen. Wir brauchen keine Münzen mehr? Dementsprechend würde ich sagen, wir scheppern ein bisschen was in den Donatomat rein. Yeah. Jetzt habe ich nur noch ein Luckset von minus 1 aus irgendwelchen Gründen. ja, komm, machen wir Boss. Machen wir Boss. Ich mach mir übrigens keine Sorgen mehr darum, dass mein Angriff doch gar nicht so stark ist, wie ich zunächst dachte. Inzwischen denke ich, ja, ist okay. Ne, mit dem kann man was anfangen. Nicht der beste Schaden, den man haben kann. Ich möchte bitte, dass ihr nicht vergesst, dass ich eine Perk-Split dabei habe für den Kampf gegen Mega-Satan. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen. So, du nimmst das negativ mit? Ah, shit, man kann nur eins von beiden. Miese. Brise. Shit. Das heißt, ich muss zu The Lamb gehen. Aber das Damage-Up ist trotzdem so wichtig für den, also ist es schon wert. Ist es schon auch wert. Wer hat überhaupt die grüne Suppe hier gerade gemacht? War das ein Champion? Ja, wahrscheinlich war es einer. Wie sind die überhaupt gestorben, bevor sie... Ja, was auch immer. Ihr habt gerade ein paar Schlüssel übrig. Okay. Wirklich. Wirklich, das war es jetzt schon. Ist euer Ernst? Das war die lahmste von diesen Holy Chests, die ich jemals gesehen habe. Warum feuer ich so schnell? Was macht Mom's Bra? Sollte der den Greed nicht ein bisschen verlangsamen oder so? Oh Gott, da sind so viele Effekte. Die nehmen wir mal nicht mit. Emperor? Gefällt mir. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit dem überhaupt den Boss machen will. Dann dachte ich mir,
Ja, wird schon okay sein. Wird schon schief gehen, wie man so schön sagt. Sagt ihr auch manchmal schöne Sachen? Oh Gott. Das ist der Champion. Macht er jetzt eigentlich noch was oder haben wir den Kampf quasi gewonnen? Oh ja, der kann noch was spawnen, okay. Also hat er noch was gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Einfach keine Deals mehr für uns. Einfach keine Deals. Weiter geht's. Die geben einfach keine Deals. Ich habe das Gefühl, ich hätte in der Zwischenzeit noch ein oder zwei bekommen sollen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach du meine Fresse. Ich habe das Gefühl, die Bombe war relativ effizient an der Stelle. Gar kein Fan von dem Raum. Zumindest dann, wenn man wenig Schaden austeilt, weil es in dem Fall nicht gegeben war, weil mein Damage, den ich austeile, ist natürlich enorm, aber wenn man wenig Schaden machen würde, wäre das anstrengend. Immer noch Hände? Nee, alles gut. Ja, willkommen, Noxy. Fuck! Oh, die Soul Hearts. Ist nicht gut, dass sie gerade mir die Soul Hearts ausgehen. Das ist nicht gut. Nicht mal Satan will was mit dir zu tun haben. Oh ja, nicht mal die Devil Deals kommen. Ist hier was? Nein. Nein. Mir ist gerade aufgefallen, dass bei diesem grauen Schalter nichts Gutes rauskommt. Spawnen dann 20 Monster, so eine Scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Soul Heart, bitte! Soul Heart, bitte! Dankeschön. Joker. Nee, du bleibst bei Perks. Aber der Joker ist nicht verkehrt. Den nehmen wir natürlich als der andere Lazi mit. Und die Kiste nehmen wir auch noch mit. So viel Geld, aber nichts, wofür ich es noch ausgeben könnte. Das nenne ich eine Schande. Secret Room haben wir auch noch nicht. Ich sag, der ist hier unten. Ich überlege übrigens gerade, wen ich gegen It Lives kämpfen lassen will von beiden. An sich würde ich natürlich sagen, den Starken, aber... Er sollte ja ein bisschen seine Herzen aufbewahren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das eine gute Idee wäre. Dann wiederum kommen wahrscheinlich noch einen Deal, wenn ich... Ja, wir machen mit ihm. Ich will noch den Deal bekommen. Arcade könnte auch interessant sein. Ist es aber nicht. Tja. Warum habe ich mit dem auch noch die Bomben, die super stark sind? Dann wiederum haben wir zwei Aufladungen mit Mom's Bra, was auch nicht verkehrt ist.
Wir nehmen mal den Super-Sigi mit und dann entscheide ich weiter. Super-Sigi, bist du hier? Ah, shit, ich sollte die Bomben nicht so raushauen. Ganz vorsichtig. So, wir machen mal einen Flipperoo. Ups. Ja, der ist schon sehr viel stärker, wie sich herausstellt. Nee, das ist ein Herzwert. Das ist ein Herzwert. Mom's Key. Komm, ist es auch wert. Nehmen wir mit. So, und dann geht's runter in die H-Ö-L-L-E. Wieso nicht Arcade? Hast du Chaos mit den Falschen? Inwiefern soll ich ihn da rausbekommen? Bei dem einen Automat, der da war, bekommt man die ja generell... Ach, fuck! Bekommt man ja generell nichts. Okay, das Soul Heart ist wichtig. Komm schon, du hast doch ein Lachset von 3. Kann nicht so schwer sein, ein paar Satan-Handy oder ein paar Lokis Hände rauszuhauen. Ich habe kein Teufelswerk. Wichtiges Soul Heart ist das. Wichtiges, wichtiges, wichtiges Soul Heart. Ich wünsche, ich würde meine ganzen Bomben nicht auf der Suche nach Secret Rooms raushauen, aber... Ich brauche die Bombe im Kampf, aber ich brauche sie auch für Secret Rooms. Warum habe ich Joker auf der letzten Ebene nicht Moment! Weil wir einen Deal hatten. Ich kann auf der Ebene aber an sich jokern. Und schauen, was wir bekommen. Full Mapping Effekt. Ne, das brauchen wir auch nicht wirklich. Bloody Gust. Komm, wir nehmen das mit. Weil das, weil ich eine Transformation bekomme, weil das Item dahinter eigentlich nicht verkehrt ist. Mom's Ring. Soul of Blue Baby. Nee, lass mal. Lass mal stecken, Alter. Jetzt würde ich Flip ganz gerne noch aufladen. Bevor ich zum Boss rübergehe. Aus dem Dosenkassler, 31 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Soul hat ein Herz und eine Seele, könnte man fast meinen. Yeah. Das ist die richtige Einstellung. Oh Gott. Dankeschön. Gar kein Fan hiervon gerade. Wir müssen den Flip noch auffüllen. Ansonsten wird es nicht gut gehen. Ansonsten wird das alles nicht gut gehen. Ich habe das Gefühl, irgendwann hätte er auch mal höhere Range bekommen sollen, aber mit einem Damage-Set von 40 kann man das, denke ich, trotzdem noch verkraften irgendwie. So, ich starte jetzt in dem Raum mit dem hier. Und dann werde ich schauen, dass ich rüber wechsle. Ne, komm, wir schauen noch nach dem Secret Room. Und dann schaue ich, dass ich rüber wechsle, wenn wir dann zur wahrscheinlich letzten Phase übergehen. Ah, shit. Das will ich schon haben. Range. Und all Stats ab. Ich meine, mehr Range, mehr HP, bisschen mehr Damage. Ja klar.
Guppy's Eye. Dumme Bombe und dumme Bomben. Na warte, die dumme Bombe ist hervorragend. Zum einen gibt sie mir 5 Bomben und zum anderen macht sie mich ein gutes Stück stärker. Wenn wir die Bomben dann mal einsetzen im Kampf. Ich denke, die Bomben von ihm sollten an dem Punkt ziemlich stark sein. Au. Yes. Nein, nein! Oh mein Gott. Mach mir doch keine Angst. Soul hat im Feuer. Oh mein Gott, ja. Ach fuck, vielleicht wechselt man aber den Charakter je nach Phase. Wir machen noch einen Raum, um zu switchen. Damit wir mit dem einfach mal starten. Dann sehen wir, wie der Kampf laufen wird. Ich denke, der doppelt aufgeladene Mom's Bra ist halt auch nicht verkehrt. Warum hast du Angst vor der Trollbombe? Ah ja, Pyromaniac. Wenn du Luck hast im Darkroom, kriegst du vielleicht noch ein Seraphim-Item für den starken, was noch 2 weitere Soul Hearts wären. Ja, mal schauen, mal schauen. Statt Guppy's Eye, Guppy's Tail zu bekommen, wäre natürlich super gut gewesen, aber das wäre mir nicht ganz vergönnt. Super Sigi ist hier, richtig? Nee. Hier unten. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, warte, hier unten. Dankeschön. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum denn eigentlich nicht? Ich mag es nicht, wenn die Augen sich gegenseitig blocken. Ich wollte gerade sagen, gleich brimmt doch einer los. Hat er losgebrimmt wie ein Verrückter. Der Damage ist halt echt scheiße. Ich denke, die Phase machen wir noch mit dem. Danach switchen wir eine Runde. Au. Au. Au, okay, okay, ich switch. Sehr gut. Sehr gut jetzt! Ich wünschte, ich wäre nicht in das Bein reingelaufen. Ah, das ist okay. Delirium wäre natürlich auch interessant. Aber dafür sind wir nicht hier. Warum hast du nicht gleich den Kampf mit dem anderen gemacht? Damit der andere seine Herzen nicht verliert, ganz offensichtlich. Ich glaube, ich mache die Kiste mit dem anderen lieber auf. Und weg. Oh, das kostet Herzen? Kosten Herzen. Mein Gimpy wäre nicht verkehrt. Ich glaube, ich werde keins davon mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich will keins davon. Gimpy wäre gut, vor allem mit der Perks-Pille dann im Mega-Satan-Kampf. Ja, aber ohne Gimpy habe ich 2 Hits mehr, die ich überleben kann mit der Pille dann. Ich glaube, das wäre besser. Oh, sehr schön. Nein! Oh Gott. Ich kann nicht einfach so umswitchen. Der wird dem Herzen Death's Touch geben.
Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich würde lieber die Herzen auffüllen, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Was? Ich habe gerade beschlossen, dass der Kampf zu gefährlich wird. So, wir nehmen doch Death's Touch mit. Die 5 Damage mit den hin und wieder auftretenden Zähnen sind doch nicht genug. Irgendwie immer noch nicht sonderlich stark. Ja, okay, es sind aber auch nur 6 Damage, also beziehungsweise 7. Oh, komm schon! Keine Ahnung. Was für ein Arschloch. Ich hasse, wenn das passiert. Schlimmste ist, dass ich vollkommen vergessen hatte, dass es passieren kann. Ach Gott. Oh mein Gott, ich hätte Schaden nehmen sollen. Okay, Nummer 1 ist down. Puh, der Dark Room? Der ist gefährlicher, als ich dachte. Vor allem bekomme ich keine Herzen gedroppt von irgendwo. Nee, komm, brauchen wir nicht das Zeug da drin. Da gehe ich nicht nochmal zurück. Warum finde ich kein Herz? Da oben ist eins. Aber das halbe Herz bringt mir auch nichts. Wann ist da das Herz da oben? Ja, das fucking halbe Herz. Das ist auch zu wenig. Herz bringt mir halt gar nichts. Apropos Herz, ich weiß nicht, mit was das Herz angreifen kann. Das ist also ganz spaßig. Immer da drüben. Hab mal schönen Abstand von mir, okay? Was soll ich immer mit diesen ganzen dummen Schlüsseln? Immerhin noch ein halbes Herz. Oh Gott, der Raum wird ein Problem. Alles gut. Sie haben sich dazu entschieden, nichts zu machen. So, das Herz von gerade eben ist relativ wichtig. Beziehungsweise wird dann wichtig, wenn wir Richtung Mega-Satan gehen wollen. Denn einer von beiden hier ist besser dafür vorbereitet, gegen Mega-Satan zu kämpfen, als der andere. Ich weiß auch nicht ganz, wie er trotz seiner ganzen Träneneffekte und den 8 Damage und sowas, wie er trotzdem noch so schwach sein kann. Macht halt trotzdem gar keinen Schaden. Ja, sogar die Gurglings überleben ein bisschen. Das ist ja wohl ein Trauerspiel. So, Herz. Oh Gott. Spring doch nicht einfach so auf mich los wie ein Wilder. Mach es mir noch schwach mit sowas.
Okay. Immer schön die Ruhe. Warum mache ich es überhaupt nicht mit Cappys Ei? Sehe ich doch, dass da nichts ist. Okay. Wir gehen jetzt rein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so getan habe. Wir machen direkt Flip. Oh mein Gott, der macht die Explosionsangriffe sogar. Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf, ich bin der Einzige, der Auto-Aiming haben darf. Okay. Huh. Wir haben also schon mal ein bisschen was geschafft. Oh, das ist hervorragend. So, danke schön. Sei ich ein Run, um was freizuschalten oder Run Generator? Das ist ein Run, um was freizuschalten. Nein. Okay. Ich denke, ich nehme die mit dem anderen mit, weil den will ich sowieso nicht gegen Mega-Satan kämpfen lassen. Also, ja. Nicht, dass die Items was bringen würden, aber dennoch. Eine Kiste, bitte. Nein? Okay. Das war eine miese Ausbeute, diese zwei fucking Mom-Items. Können wir mal darüber reden? Er will was Gutes haben, man kriegt sowas. Na gut, wenigstens Mom-Transformation. Mom-Transformation ist nur leider super schlecht und bringt nichts. Will ich die eben überhaupt noch weiter erkunden? Ich glaube, ich sollte einfach direkt zu Mega-Satan gehen, oder? Ich weiß, wir gehen zu Mega-Satan. Ich glaube, ich werde nicht davon profitieren, wenn ich die Ebene weiter erkunde. Dann wiederum, nein, warte, ich will bei Mega-Satan als der andere starten. Ey, ich will als der andere starten. Wäre ganz nett, wenn ich mal am Spra noch ein weiteres Mal aufladen könnte, aber kann wohl nicht alles haben. Wenn wir schon dabei sind, kann ich noch Backstabber mitnehmen. Okay, los geht's. Eventuell Items, ja, und eventuell nehme ich auch Schaden. Der kann kämpfen, bis er einmal getroffen wurde. Dann ist es an der Zeit, für ihn zu gehen. Schöner Treffer, mein Großer. Also wenn er jetzt noch ein bisschen was schafft, bis er getroffen wird, ist das natürlich fantastisch. Er scheint eine Menge zu schaffen, bevor er getroffen wird. Mein Gott! Ich denke, Mega-Satan sollte definitiv drin sein. Ah, shit. War doch nicht diesen. Okay. Das war mein Zeichen zu wechseln. Herr immun gegen Bomben. Der alte Brimstone-Kollege, ziemlich gefährlich.
Ja, prinzipiell würde ich sagen, sieht gut aus. Was kommt als nächstes? Ultra-Satan. Es gibt noch den normalen Satan. Der liebt aber auch seinen Brimstone heute. Oh, das ist ein Modem. Das alte Broken Modem. Okay. Vielleicht können wir danach noch zu Delirium. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass das ein Run ist, der Delirium besiegen könnte, aber... Das heißt nicht, dass ich es nicht versuchen würde. Oh mein Gott, Broken Modem. Du Lebensretter hier aktuell. Weiß ich mal, welchen Projektil ich ausweichen muss. Oh mein Gott, Broken Modem lässt einfach alle Projektile verschwinden. Wollt mich verarschen? Schau ich das an. Fucking Broken Modem. Das ist viel zu stark. Bleibt mir einfach nichts mehr übrig. Okay. Kein Delirium für uns, aber das ist okay. Das ist okay. Würdest du sagen, es ist broken? Ja. Denn wir haben die Wooden Chest freigeschaltet. Genau, das war's mit Tente Lazarus. Ja, ich würde sagen, es lief gut. Nicht der beste, stärkste Run aller Zeiten, aber definitiv ordentlich. Und wir haben die Wood Chests frei. Was können die Wood Chests eigentlich nochmal? Ich weiß, dass wir die des Öfteren, oder sich öfter mal eine im Daily Run hatte, aber was kann die Wooden Chest? Was ist die Besonderheit daran? Kiste aus Holz, die geben Trinkets, Karten oder Holz-Items. Holz-Items? Reden wir von sowas wie Stigmata? Oder was sind Wooden Nickel? Wooden Nickel? Sigmata, Toothpicks, etc. Oh, das ist super gut. Nee, das klingt gut. Yeah, yeah. Das ist eine gute Ausbeute.